Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video in der Testzone. Ich spiele mit euch heute das Spiel Turm Oil. Ein ziemlich cooler Titel, den habe ich auf Steam entdeckt. Der Entwickler hat mir einen Key zur Verfügung gestellt. Dafür will ich mich natürlich noch bedanken. Also thank you for the key. Und was ist das für ein Spiel? Es ist ein Geld-Profit-Mach-Spiel. Da gibt es ja mittlerweile einige, aber das gefällt mir auch sehr gut hier. Hier müssen wir nach Öl suchen und auch fördern und verkaufen, das alles so taktisch wie geht und unsere Konkurrenz versuchen auszuschalten. Das funktioniert hier bei mir nicht ganz so gut, weil das Spiel sehr gut Englischkenntnisse eigentlich voraussetzt, aber da es alles mit Bildern und Blinken erklärt wird, kriege ich das auch irgendwie hin und wir machen das. Ja, so schlecht Englisch kann ich ja nicht. Okay, ich gehe direkt mal in ein Spiel rein. Im Setting können wir nur ein bisschen Lautstärke anpassen. Habe ich alles gemacht. Starte eine neue Kampagne. Wir haben auch ein Single Game, da können wir einfach drauf losbohren, was ich auch ganz cool finde. Aber die Kampagne ist eigentlich das Wichtigste von allen. Wir gehen mal drauf ein. Einmal ganz kurz die Kampagne. Und dann zeige ich euch, worum es geht. Die alte Kampagne wird gelöscht. Okay. Hier dürfen wir uns jetzt einen Charakter aussuchen. Joshua, Daisy, Ricardo und Barney. Ich werde den Joshua nehmen. Einfach mal so. Und er sagt mir, howdy partner. Gut. Weiter geht's. Das überspringen wir einfach mal alles. Hier ist so jetzt eine Art Tutorial. Das Spiel fängt dann auch so an. Wird uns sehr gut erklärt, auch mit, ja, nicht so guten Englischkenntnissen, aber ein bisschen muss man schon haben, weiß man dann, was man machen muss. Und jetzt werden uns die Basic of Oil Drilling beigebracht. Ganz einfach. Hier haben wir eine Bank, also hier wird sie gerade gebaut. Ihr seht das, wir werden in jedem Abschnitt, den wir schaffen, wir können natürlich auch verkacken, wenn wir pleite gehen. Okay, ich zeige jetzt schon hier oben hin, hier ist ja noch gar nichts zu sehen. Dann werden wir natürlich nicht weiterkommen. Aber es wird nach jeder Etappe, das sind immer so Monate, die wir spielen, die natürlich sehr schnell umgehen, uns neue Gebäude zur Verfügung gestellt, wo wir dann auch Upgrades machen können, um effektiver Öl zu suchen. Im Augenblick haben wir halt nur die Town Hall, immer wenn wir draufklicken, kommt er raus und er sagt mir immer, was ich machen soll. Wir sollen auf den Waggon drücken, um weiterzumachen. Irgendwie sitzt da jetzt die Daisy drauf, oder wie sie hieß, aber das spielt keine Rolle. So. Ne, Jill. Ist wahrscheinlich meine Ehefrau oder so. Es kann losgehen. Jetzt zeige ich euch das Spiel. Und da seht ihr es auch schon, da kommt er wieder angelaufen, unser Major, deshalb wollte gerade Major sagen. Und dann sagt er mir, ja, willkommen zu meiner ersten Buddel-Operation, kann man sagen. Ja, Minenarbeit. Und ich soll einfach das machen, was er mir sagt. Fertig. So. Kein Problem, mache ich. Bevor ich starte, muss ich erstmal eine Ölader finden. Da sehen wir schon die Wünschelrute. Das ist ganz ziemlich klassisch. Ich dachte, damit sucht man immer Wasser. Aber das machen wir mal. Die sollen wir greifen und uns die dann hier hinsetzen. Wir haben hier so einen netten Typen mit der Wünschelrute. Der rennt dann auch hier rum und sucht Öl. Bumm. Und wir gucken ihn einfach mal zu. Nice Job. Ja, habe ich gut gemacht. Ne? War wirklich schon ein schwieriger Job. Er guckt mich erstmal ganz doof an, läuft aber gleich los. Keine Sorge. Der ist dann sehr effektiv und sucht mir seine Wünschelrute Öl. Und hat er schon gefunden. Boah, das ging immer fix. Manchmal sucht er ja echt lange. Und das ist ziemlich schlecht, weil man immer so wenig Zeit hat. Und jetzt soll man einen Turm bauen. Gut, kein Problem. Den setze ich jetzt dahin, wo er sich das wünscht. Und jetzt geht es um Buddeln. Das ist in dem Spiel ganz cool gemacht. Im echt, also im richtigen Spiel, nicht im Tutorial, also haben wir hier die Möglichkeit mit diesem Ding, das haben wir jetzt natürlich auch, Öl zu suchen. Wir können hinbauen, wo wir wollen. Das kostet natürlich Dollars, ihr seht das da unten. Und angezeigt wird uns gerade, dass wir hier hinbuddeln sollen. Das wird später nicht der Fall sein. Denn, wir sollen es ja auch suchen, nicht gezeigt kriegen. So buddelt er nach Öl. Da haben wir zum Beispiel so eine Ader gefunden oder so eine Blase voller Öl. Hat er sein... Da, ganz knapp, ey, wir sind fast drüber. So, jetzt kommt er hier aus der Bank. Nee, gar nicht, das ist Left Ink. Wir haben einmal Left Ink und wir haben einmal Right später hier. Dann können wir, haben hier die Ölpreise oben angezeigt, wie viel sie gerade wert sind. Das sinkt und steigt. Es gibt später, also in den nächsten Level, glaube ich, schon eine rechte Seite. Die unterscheiden sich natürlich von den Preisen und dann müssen wir uns immer entscheiden, wo wir gerade verkaufen, damit wir auch gewinnen. Oder Gewinn machen, weil wir investieren jetzt gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Pferd kaufen, was er auch von uns wollte, setzt das hin, was er das Öl holen muss und dann auch zur Bank bringt. Bank, zum Ölhändler. Wir verkaufen das Rötöl und er macht damit die dicke Kohle. Lass uns das einfach mal so über uns ergehen gerade. Da kommt schon wieder der Major und er sagt mir, dass diese Instruktion mit 1350 Dollar endet. Und ja, damit haben wir sie dann auch schon abgeschlossen. Ziemlich einfach. War ziemlich einfach. Jetzt müssen wir einfach abwarten. Ihr seht, der Schlauch, ja, der, nicht Schlauch, würde ich nicht sagen, das Rohr fördert das Öl nach oben.
Das wird hier aber auch weniger in dieser Blase. Das kann sein, dass wir die dann ausschöpfen und uns fehlt ein Dollar, sehe ich gerade. Hat das Spiel bestimmt mit Absicht gemacht, ich gerade auch. Und dann können wir auch, wenn wir jetzt nicht im Tutorial wären, neue Öltürme suchen oder neue Ölblasen und Türme setzen und damit mehr Profit machen. Aber man kann damit natürlich auch Minus machen und dann steht man doof da am Ende und geht pleite und schafft natürlich die Kampagne nicht. So, geschafft. Nice work. Zurück zur Stadt. Wir haben reinen Gewinn gemacht in dieser Folge, in dieser Session von 1502 Dollar und 16 Cent. Finden wir gut. So, und jetzt geht's wieder weiter. Noch gesehen haben wir eigentlich von nichts vom Spiel. Es geht erstmal nur richtig los, wenn wir jetzt die Kampagne auch richtig starten. Nice Job. Jetzt geht's zur richtigen Arbeit, sagt er. Und wir sollen unsere Konkurrenten, kennenlernen. Machen wir. Die Bank ist noch nicht gebaut, das Tutorial hat noch nicht gereicht. So, wir gehen in der Town Hall und sagen Enter. Hier seht ihr jetzt eine Map. Das sind so die Felder, wo wir später alles Öl sammeln können. Hier unten ist noch was nicht erreichbar, sag ich mal. Also noch nicht auszuwählen. Und hier unten ist unsere Anfangsstelle. Und hier werden gleich unsere Konkurrenten und wir verteilt. Und wir müssen natürlich so viel wie möglich kaufen. Dafür brauchen wir auch viel Geld. Müssen wir aber erst sammeln. So. Hau die Pan ab. Bla 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 bla. Und da sind die nächsten. Die stellen sich vor. Das ist halt die, die wir auch hinten auswählen können. Die sind jetzt alle in der Town Hall und sagen Hallo, Hallo und hi there, make money, not war, ja, ist nett. Würde ich jetzt nicht erwarten von denen, seiner Optik. Es geht ja eigentlich nur um Geld und die Ölindustrie ist ja sehr, sehr geldgeil. So, jetzt werden wir verteilt. Ich war ja der Cowboy, ich habe hier mein Fleckchen und muss loslegen. Jetzt geht es langsam richtig los. Jetzt können wir pleite gehen bald. Wir haben ein Startkapital von 10.000 Dollar. Ziemlich viel, würde ich jetzt in echt gerne auch haben. Habe ich aber nicht. Und er hat seine Bank geöffnet. Hier können wir uns jetzt auch Geld leihen. Ne, dafür müssen wir immer so und so viel Prozent auch später wieder abgeben. Zeige ich euch mal. Ich gehe mal in die Bank rein. Gehe ich gar nicht. Schön gefailt erstmal. Und müssen jetzt loslegen. Wir sehen Joshua 10.000, das sind ja wir. Wir haben alle 10.000 und müssen jetzt für unser erstes 2.000 bezahlen. Ne, für unser erstes Stück Land. Ich drücke ja, alle kriegen 2.000 abgezogen. Und das heißt also, wir müssen über 2.000 Dollar kommen, um Gewinn zu machen. Wir haben immer nur noch eine linke Ölfabrik, die unser Öl weiterverarbeitet und verkauft. Und uns gerade 62 Dollar gibt, Cent pro Barrel, denke ich mal, oder irgendwas. Und wir sollen jetzt so langsam selber selbstständig basteln können. Das machen wir ganz schnell. Er sucht fleißig. Das kann manchmal ein bisschen dauern tatsächlich, aber ich denke jetzt am Start geht schnell. Dann suchen wir unsere Ölader. Mein Monitor wird manchmal einfach so schwarz, das ist nicht gut. Muss mir am Kabel kontrollieren hinten. Jetzt habe ich wieder ein schwarzes Bild gehabt, einfach so. Ich hoffe, das stört das Video nicht. So, er hat's gefunden, Gott sei Dank. Hat sich aber auch Zeit gelassen. Jetzt seht ihr, wir kriegen keine Hilfe mehr, jetzt müssen wir vorsichtiger buddeln. Meistens sind sie etwas tiefer. Na, wenn man diese Dreiecke. Das kostet auch einen Haufen Geld. Da kommt sie, glaube ich. Da ist er. Wir haben sie erwischt. Öl wird gefördert. Wir müssen ganz schnell ein Pony bauen. Nee, gar nicht. Wir müssen erstmal ein Silo bauen. Denn er hier, der Kyle, der will das Öl ja verkaufen und will am liebsten unser Öl für einen Cent kaufen. Aber er kriegt das dann nicht, weil wir das erst zwischenlagern und warten mal, bis der Preis wieder hoch ist. Am Ende geben wir natürlich Vollgas, dann lassen wir sie alle verkaufen. Egal für welchen Preis, Hauptsache wir kriegen dann was los. So, jetzt müssen wir, jetzt wird uns erklärt, dass wir hiermit die, verkaufen können, die Sachen. Also wir können hier gleich das Pony einstellen, wenn wir ein Pferd kaufen, also einen Wagen, der Öl transportiert, können wir hier aktivieren, dass einer zum Beispiel, wenn wir zwei hätten, einer verkauft und einer bringt das Öl in meinem Silo. Wir können aber auch beide verkaufen lassen, aber das seht ihr jetzt auch im Spiel. Brauchen jetzt erstmal eins, heißt quatscht nämlich wieder voll. Und sag mir, dass das Level am 31. März endet. Machen wir den 3. Januar, wir haben noch viel Zeit. So, schnell Öl. Wir haben jetzt keinen aktiviert, der das Öl jetzt verkaufen soll. Ich nehme direkt mal, ich lasse das mal ein. Wir wollen ja Gewinn machen, ne? Wir wollen ja über 2000. Mein Monitor wieder schwarz. Was ist jetzt los? Er sammelt Öl, der Preis geht gerade ziemlich in der Höhe. Ich hole mir direkt noch einen Wagen. Ich investiere gleich und sage verkaufen. Okay, er nimmt sofort den. Vollen schon, ziemlich schlau. Und versuchen jetzt sofort Gewinn zu machen. Rein technisch könnte ich jetzt auch schon eine neue Ölquelle suchen. Ich weiß nicht, wie groß die Blase ist, aber ich glaube, die sieht schon sehr groß aus. Aber wollen wir erstmal abwarten. So, er bringt das Öl im Silo, er verkauft's. Und ich hoffe, wir machen jetzt gut Profit.
Profit, Profit, Profit. Das Allerwichtigste. Der Ölpreis geht gerade sehr gut hoch. Oh, ich weiß nicht. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch eine Ölader suchen soll. Denn wir werden... Ja, das mache ich jetzt auch. Ich will mehr gewinnen. Ich muss Gewinne machen. Vielleicht ist die Ölader auch nicht so groß. Dann freuen wir uns, dass wir eine zweite hatten. Der Ölpreis sinkt wieder. Dann tun wir gleich lieber zwischenlagern, anstatt zu verkaufen. Wenn der zu niedrig ist, dann lohnt sich das einfach nicht. Und am Ende können wir noch zwei Wagen dazu kaufen und High-End-Verkauf machen. So. Da können wir nicht drinnen bauen. Sehr interessant. Ich buddel ganz fleißig. Es kostet natürlich auch ein Heidengeld, so ein Ölturm. Okay, hier war nichts. Da ist er. Ich hab sie gefunden. Rein damit dir, du Schnorchel. Upgrades gibt's gleich auch, werdet ihr sehen. Wir können zum Beispiel Maulwürfe suchen, die sind hier dann am Rum. Einer, der ist dann im Rumbuddeln. Ab und zu gibt er so ein Dreieck frei. Dann kann man auch so Öl finden. So, er bedient sich auch an dieser jetzt. Er geht das hin und her. Wenn die voll werden, ist das Problem, dass Öl verspritzt und wir das natürlich nicht bekommen zum Verkaufen. Was ziemlich schlecht ist, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt haben wir ein ziemlich niedriges Einkommen für das Öl. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Wir verkaufen gleich in Action. Aber die kleinen Mannequins müssen jetzt erstmal mal lochen. Das ist cool. Da kann ich beim Kaffee trinken. Boah, der sinkt aber gerade extrem. Das finde ich nicht gut, dass er so wenig... Das ist ganz schön viel Arbeit für so wenig Geld. So, letzter Monat läuft an. Jetzt wird es ein bisschen heikel. Der geht ja ganz schnell um. Ihr seht, dass wir die Zeit rast. Der Preis geht wieder hoch. Wir kaufen uns noch eine Karre und sagen gleich, alle drei verkaufen. Und dann machen sie den Tank leer. Ich hoffe es. So ab 10. Ja, ich habe Angst. Ich will Profit machen. Komm, alle drei verkaufen jetzt. Die Öltürme fördern natürlich weiter und spritzen gleich ganze Öl raus. Und ich mache gleich miese. Ich glaube, ich mache miese direkt am Start. Ich habe das Spielprinzip definitiv verstanden, aber es ist halt sehr schwierig. So, jetzt, Ölpreise steigt schnell, sehr gut. Können wir noch ein bisschen Glück haben. Hoffentlich habe ich auch genug im Tank. Komm, ich muss über 2000 kommen. Und Steichpreis, steig. Denn alles, was wir hier tun, ist ja investieren. Ne, 150 für so ein Pony. Wir haben jetzt 450 für die Ponys ausgegeben alleine. Aber das sieht gut aus. Der Tank ist aber gleich leer. Da jetzt gleich spritzt er über. Das ist verschwendetes Öl. Aber der Monat ist ja eh gleich vorbei. Oh, das sieht gut aus. Da er sagt mir jetzt, dass ich Öl verspritzt. Was ich hätte verkaufen können. Und das Ding pumpt natürlich weiter in die Blase leer und... verschwindet sich. So, der Monat ist zu Ende. Wir sehen die ganzen Blasen, wo sie waren. Wir haben eigentlich eine ziemlich gute erwischt hier. Und haben 192 lächerliche Dollar plus gemacht. Immerhin. Ich habe kein Minus gemacht. Bin ja fast glücklich. So, jetzt sehen wir mal den Finanzstatus der anderen. Howdy, my name is Fred. Achso, ja. Die Fabrik ist fertig. Sehr gut. Wir sind der schlechteste von allen, weil ich irgendwas falsch mache. Nein, ich mache es natürlich richtig. Ich habe nur noch nicht die Übung, würde ich mal sagen. So, wir gucken mal in eine Factory rein. Die erlaubt uns jetzt zu investieren in neuen Techniken. Einen größeren Tank. Doppelte Schläuche oder doppelte Rohre. Einen besseren Bohrer. Und dickere Rohre. Dickere Rohre sind ganz cool. Die werde ich mal investieren. 2500. Bin einfach mal so mutig. Und werde wieder fleißig gleich buddeln. Gucken mal in eine Bank rein. Hier sehen wir, können wir uns geleihen. Ich will aber nicht. Wir brauchen noch kein Geld ein. Wir haben 5600. Boah, der Gegner, der muss überhaupt nichts investieren. Wir wissen das. So. Auktion. Wir müssen neues Land kaufen. Okay. Ich habe Angst. Ich drücke einfach drauf. So. Ich nehme das und der Gegner sucht sich seins automatisch aus. Ist das eher Zufall oder könnten wir da irgendwie herausfinden, ob da mehr Öl gibt? Gut. Oh yeah. This one will be mine. A great piece of land. Und was sage ich? Ja, toll. Wir wollen buddeln. Ihr seht, irgendwann ist das Spiel auch zu Ende und hier wird schon das nächste gebaut. Das ist so das Coolste. Das werden wir gleich sehen. Bom. 2000 Dollar investieren. Ja, bald sind wir pleite. Bald muss ich schon mir was pumpen. Oh Mann, ey. Warum bin ich denn so schlecht? Jetzt haben wir auch unsere Rechte. Ölfabrik. Und die Runde endet am 30. Juni. Wir haben den 4. Januar. Okay, die Zeit rast. Wir müssen schnell handeln. Ja, wir können jetzt hier natürlich uns aussuchen, wo wir es verkaufen. Wir brauchen nur auf den oberen Pfeil drücken. Ich werde natürlich da verkaufen, wo mehr Geld gibt. Ich werde sofort zwei Öltürme machen.
Komm, pfeif mich an. Die Zeit rast. Boah, die rast echt und die suchen nur nach Öl. Ja, dank dir. Ich buddel einfach mal ganz mutig tief. Wenn ich rübergebohrt oder buddel bin, kann ich auch zurückbuddeln. Kostet nur halt wieder extra Dollar. Boah, das ist aber eine tiefe Ader. Du Upgrade Pipes. Ja, ich weiß. Das zeige ich euch gleich sofort. So, wir haben sie erwischt. Bauen ganz schnell den anderen Turm. Der sammelt ja in der Zwischenzeit Öl. Den stellen wir mal mittig. Pony. Wir investieren. Hier kann ich jetzt... Wir haben wenig Geld. Ich weiß. Ich weiß. Du bist gemein. Hier können wir jetzt das Rohr... Für ein paar Dollar... Oh Gott, jetzt haben wir viel zu viel ausgegeben. Dicker machen. Das haben wir ja gerade freigespielt. Ja, ist ja gut. Oh nein, wir haben nicht genug Dollar dafür. Aber egal, wir haben schon mal was geschafft. Er sammelt Öl und sollte jetzt eigentlich eher was verkaufen, würde ich mal sagen. Und zwar, wer gibt uns mehr? Er gibt uns mehr. Hol dir mal Öl und verkauf das mal. Wer sinkt jetzt, glaube ich, ne? Und er steigt. Naja. Hier, spritzt schon Öl über. Nein, ich brauche 150 Dollar für noch ein Pferd. Sehr geil. Kein Öl verschenken. Und du darfst auch weiter sammeln. Wir verkaufen gerade erstmal nicht. Wir machen erstmal den Tank voll. Das dicke Rohr, das feuert so schnell, da kommen die gar nicht nach. Da verschenken wir sehr viel. Komm, wir investieren jeden Cent. Vielleicht haben wir Glück. Oh nein, Mikrozentimeter hat gefehlt. Das ist auch eine richtig große Blase. Wir müssen einmal verkaufen. Wer bietet uns sehr viel? Der hier. 94 Cent pro irgendwas. Und wir holen uns dann gleich noch ein Pferd. Ihr seht, es wird ein bisschen taktischer. Und ich werde diesen Monat garantiert pleite gehen. Na, wie sieht's aus mit den Preisen? Oh, da sinkt er wieder. Da steigt er. Dann verkaufen wir lieber da. Obwohl das jetzt viel mehr war. Verdammt! Ich verschenke gutstes Gold. Schwarzes Gold. Gut, die basteln jetzt erstmal. Wir müssen hier wieder ein Stück weiter runter. Und müssen gleich nochmal in den Pony investieren. 4 brauche ich hier mindestens. Ich lasse das Rohr aber jetzt dünn. Das ist zu schnell. Und ich werde diesen Monat richtig Minus machen. Ich spüre es. Der Tank ist auch gleich voll. Können wir ja auch upgraden, dass der größer wird. Verkaufen wir zweimal. Geht der hoch oder geht der runter? Sehr schwer, sich auf alles zu konzentrieren. 2 verkaufen, 2 sammeln. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Option. Er geht aber auch hoch. Das ist, glaube ich, ist aber immer noch so wenig. Wir haben den Tank aber gleich voll. Wir müssen verkaufen. Aber jetzt machen wir Gewinn. Also wir machen keinen Gewinn. Ich glaube nicht, dass wir Gewinn machen. Und die Blase ist gleich leer. Gut, dass wir eine zweite angezapft haben. Nicht abspritzen. Nee, das hört sich ja eklig an. Ich meine, so meinte ich das nicht. Ihr wisst, wie ich das meine. Nicht rausspritzen. Ach, das hört sich auch scheiße an. Verdammt. Da, die Tanks sind voll. Wir müssen verkaufen. Oh nein, wir müssen verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wir haben... Oder wir bauen noch einen Tank. Was für eine... Ja gut, das ist eine gute Investition. Wir werden es gleich sehen. Was eine logische Investition. Wenn wir gleich die Warnung bekommen, dass der Monat zu Ende sich neigt, werden wir einfach alles verkaufen an den bestbietendsten. Und ich ärgere mich über den Abspritzer jetzt gerade. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. So, der geht runter, der geht rauf. Verkauf mal den. Aber wir nutzen das, glaube ich, ganz effektiv gerade. Das Öl hier wird gleich wieder was verschleudert. Mein Gott, Mann, ist das schwer. Was diese Ölspiele, das muss ich mir für Zukunft merken. Wie man das nicht sexistisch erklärt. Ihr seht auch, der Tank hat eine rote Farbe, wo wir das jetzt verkaufen. Und wir kriegen gleich die Warnung, dass der Monat zu Ende geht. Und wir machen nicht wirklich viel Gewinn. So. Macht die Tanks schön voll. Ein Dollar. Ein ganzer Dollar. Hier ist, glaube ich, die Öl... Nee, wir sind einfach nur am Ende. Am Ende des Monats wird er ja sehen. Wir haben auf jeden Fall dann, wo wir die jetzt verpasst haben. Aber wir können nicht investieren so viel. Jetzt in den dritten wird nicht viel Sinn machen, glaube ich. Das ist schon taktisch. Macht schon Spaß, auf jeden Fall. So, der Ölpreis geht wieder runter. Der geht auch runter. Beide geht so runter.
Na, sind wir sehr knapp hier mit dem Öl verschwenden. Jetzt habe ich ein besseres Wort gefunden. Hier geht der Preis gerade wieder rasant runter. Hier geht er wieder runter. Oh Gott, hier geht überall runter. Aber egal, 92 Cent ist besser als nix. Okay, wir werden jetzt warten. Speichern wir dazwischen und dann verkaufen wir bei dem Höchstbietenden. Bin mal gespannt, worin das gleich endet hier. Dann werden wir noch ein Upgrade machen. Oder zeigen, welche Upgrades es gibt. Die probieren wir einfach mal aus Spaß aus. Und dann, ja, sag ich mal, soll es das auch schon gewesen sein. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen heute erstmal Gewinn machen. Mal schauen, ob ich das auf die Kette kriege. Jetzt geht's schon los hier. Die Tanks sind beide voll. Ich will keinen dritten bauen. Aber wir haben Gewinn. Doch, wir haben Gewinn gemacht. Die Preise gehen aber echt letzter Monat. Okay. Der ist der steigende. Der verkauft jetzt alles an Öl. Alles. Na, man muss in die Ölbranche halt auch manchmal ein bisschen weniger geben. Ihr seht das schon, mit 60 Cent, 70 Cent sind wir gerade nicht so gut. Wenn wir da gerade schon beim Dollar waren, da ist jetzt 50 Cent, 49, der kriegt von mir nichts. Der Halsabschneider, der. So, der schleicht aber echt nicht schnell. Aber wir machen hoffentlich ein bisschen Kohle. Mal schauen, ob ich beide Tanks schaffe zu verkaufen. Wir haben noch einen halben Monat Zeit. Ja, yeah, 16. Juni, ich hab Geburtstag. Oh, schon vorbei der Geburtstag wieder. Los, Leute, verkauft schneller. Wir müssen die ganzen Tanks leer kriegen. 82 Cent, ja, ist mir egal. Verschwende das Öl. 23, oh nein, die Zeit, die geht zu schnell. Das muss man erst noch ein bisschen rauskriegen, wie schnell die Zeit vergeht. Aber die Tage gehen echt rubbel die Katze um. Ihr seht das. Vielleicht sind wir dann in der nächsten Runde ein bisschen besser. Oder? Ja, das war der Monat. Und es waren, wir haben echt die besten Ölquellen erwischt, zufälligerweise. Haben gemacht $2.882 minus. Ja, ich hab's doch gewusst. Schicksal. Und fertig gebaut wurde, was kommt da? Stabler. Nice to meet you, I'm Edward, I'm a bit of a handyman. Ja, der kann gut basteln. Gucken wir mal, was er mir bauen kann. So, ihr seht, hier haben wir einen Maul, wir haben Minus. Ich glaub's gar nicht. Ich will das Spiel zeigen und mach's alles falsch. Mach nix. Oh nein, falsches. Ich wollte erst zur Bank. Leih mir mal ein bisschen Geld. Auf jeden Fall mache ich es nicht korrekt. Also ich habe zu viel investiert, aber nicht richtig gemacht. Hier haben wir zum Beispiel den Maulwurf, der sammelt selber. Wir haben einen Scanner, wir können tiefer suchen oder auch schneller suchen lassen. Das sind schon coole Upgrades auf jeden Fall. Ich nehme auch Spaß mal den Maul und investiere wieder völlig dämlich viel. Macht aber nichts. Wir müssen in der Town Hall erst rein. Und können uns eigentlich schon gar nichts mehr leisten, ne? Boah, die gehen nach da hinten. Wieso? Ich will auch nach hinten. Zu weit. Die haben mehr Kohle als ich. Okay. Okay, wir haben sowas schon verkackt. Ich hab's verkackt. Ich darf nicht mehr spielen. Ich muss mir Geld leihen. Und ihr merkt schon... Oh nee, nicht 8000. Wie kann ich das denn rückwärts machen? Wie viel darf man sich denn hier leihen? Naja, leih ich mir das mal. Das war der Report. Ja, wir haben gewonnen. Ich habe am meisten Kohle von alle. Naja, so funktioniert das Spiel nicht, Leute. So funktioniert es nicht. Das muss ich alles doppelt und dreifach wieder zurückzahlen. So, wir haben unseren Maulwurf. Den lassen wir einfach mal buddeln. Der verschwindet jetzt im Boden. Das macht aber nichts. Der macht er. Also der erste Ziel, was wir ihnen vorgeben, buddelt er auch an. Und ihr seht, da war nichts. Ne? Ansonsten müssen wir natürlich wieder weiter mit der Wünschelroute arbeiten. Und jetzt mit den Kosten und und. Zudem kommt ja dann noch der Scanner und sowas. Alles sehr interessant. Macht das Spiel richtig. Es kostet nicht viel bei Steam. Ihr findet es wieder in meiner Beschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video in der Testzone. Bis dann.